Oh Junge, mein erstes Eber! Macht diese Kröte! Ah, ich wusste, dass so eine Scheiße passieren wird. Oh. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im letzten Video habt ihr schon erfahren, einen neuen Sponsor, den es jetzt ab jetzt bei mir gibt. Ich muss noch ein paar Reifen austauschen, um dann alle Reifen auf Maxxis umzuschwitzen. Und in diesem Video gibt es einige weitere Neuigkeiten. Unter anderem habe ich ein neues Auto. Es gibt den Ram nicht mehr. Also ich habe keinen Truck mehr, da gehen wir gleich drauf ein. Es gibt einige neue Räder, die ich noch nicht fertig aufgebaut habe. Da gehen wir auch gleich drauf ein. Aber ich habe einen weiteren neuen Sponsor zu verkünden und da bin ich ziemlich happy drüber, denn mit dem neuen Auto kam auch eine gewisse Not für einen Fahrradradträger und hier habe ich meinen brandneuen Radträger für 3 Bikes, sogar erweiterbar bis auf 4 Bikes von Atera. Ziemlich geiles Schmuckstück, noch brandneu, noch komplett unbenutzt, aber den bringen wir jetzt mal an. Was das Auto angeht, will ich eigentlich nicht großartig weiter darauf eingehen. Es gibt halt nur erstmal keinen Truck mehr, erstmal für eine Weile einen SUV. Und dafür brauche ich eben einen Radträger, um vernünftig meine ganzen Räder von A nach B zu transportieren. Das machen wir dann auch gleich direkt, deswegen ja, kommt der direkt mal in Benutzung. Vielen Dank schon mal an Atera an dieser Stelle und ich würde sagen, wir bringen das Ganze erstmal an. Wie ihr seht, 3 Rails, aber wenn man noch mit 4 Rädern unterwegs sein will, kann man noch einfach ein 4. Rail hinten anbringen. Aber jetzt erstmal zum eigentlichen Inhalt dieses Videos und zwar gibt es jetzt auch endlich von Rose Bikes ein E-Bike und zwar gibt es das Rootmiller Plus jetzt als E-Bike-Version, beziehungsweise das Rootmiller als E-Bike-Version und das ist das Rootmiller Plus. Das habe ich hier jetzt schon hängen. Natürlich müssen wir es erstmal mit meinem Part aufbauen. Maxxis-Reifen sind zum Glück schon drauf. Ein paar Sachen müssen noch dran und ja, wie ihr seht, das Rad ist tatsächlich noch frisch aus der Box und das bedeutet, wie ihr seht, ich bin es selber auch noch nicht gefahren, das heißt, ich habe jetzt selber auch zum ersten Mal die Möglichkeit, das ausgiebig zu testen und deswegen bauen wir das erstmal auf und wir suchen dann jemand Besonderes, der schon länger nicht mehr auf diesem Channel zu sehen war. Bin gespannt, ehrlich gesagt, kommt als Mallet, ihr habt vielleicht schon das Video von Lukas gesehen. Vorne 29 Zoll, hinten 27,5 und ich bin echt gespannt. Wie gesagt, mein allererstes E-Bike überhaupt. Und auf den Weberwerke Montageständer gibt es übrigens immer noch, wie im letzten Video schon erwähnt, 20% Rabatt mit meinem Code. Blende ich euch nochmal hier ein, Link ist direkt unter der Beschreibung. Wenn ihr einen Rad- bzw. Montageständer braucht, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Was wir jetzt auf die Schnelle nicht machen, ist die Laufräder wechseln. Da kommen natürlich noch richtig geile Custom Noah-Hubs Räder rein, aber hier haben wir jetzt zum Glück sowieso schon Maxxis-Reifen drauf und für den ersten Test-Ride lassen wir jetzt einfach mal die aktuellen Laufräder drin. Das Bike kommt schon mit einem Reverse EMTB Black One Vorbau und mit dem Reverse E77 Lenker. Das heißt, ich brauche vorne beim Cockpit nur die Griffe ändern, was gerade für mich natürlich jetzt ziemlich praktisch ist. Weniger Arbeit am Abend. Könnt schon mal raten, wer gerade hinter der Kamera ist. Wie gesagt, ein alter Bekannter. Kurz mal die wichtigsten Funktionen zu dem Radträger. Ganz richtig, man kann diese Schienen bzw. die Aufsätze hier auf den Schienen mit so einem Quick Release hier einfach verschieben
und dementsprechend, wenn das Rad länger oder kürzer ist, einfach passend anpassen. Fürs E-Bike zum Beispiel wollte ich es jetzt ein bisschen weiter, wenn ich das Dirtrad drauf mache, müsste natürlich ein bisschen enger stehen, damit das passt. Aber was tatsächlich mit Abstand für mich wichtigste Funktion ist, wenn ich an meinen Kofferraum möchte, dann kann ich hier einfach diesen Hebel einmal releasen, kurz hier drauf treten und schon kann ich den kompletten Träger komplett runterlassen, kann jetzt die Heckklappe komplett aufmachen, habe Zugriff auf alles, was ich im Kofferraum habe. Und das war für mich auf jeden Fall eine der mit Abstand wichtigsten Funktionen. Direkt wieder fest. Testen wir das E-Bike, let's go. Oh Junge, mein erstes E-Bike. Bitch. Oh. Alter, daran muss ich mich gewöhnen. Wir müssen das Ganze erstmal einfahren. Es wird auf jeden Fall interessant. Es wird interessant. Mein erstes E-Bike. Turbo! So Leute. Endlich mal wieder mit dem Tarn unterwegs, eben noch hinter der Cam. Und wir haben beide das gleiche E-Bike am Start. Turbo-Moped, wie Tarn es schimpft. Und für mich ist es der erste Ride überhaupt. Bin echt gespannt. Tarn zeigt mir die Local Trails. Yes, sir. Brabum, brabang. Jetzt kann ich endlich mal genau das genießen, worum es geht. Bei diesem E-Bike fahren. Einfach nichts tun. Das ist schon assi, Alter. Es ist schon assi, ja. Also das ist schon. Das ist schon echt assi. Alter. Weil von hier von der Straße fährt man zum 6 Trails auf dem Hang. Dann okay. Hier dann die ganzen Gravel-Leute und Rennradfahrer. Ja. Und du dann immer auf dem Handy so chillen. Also der Trainingseffekt natürlich geringer. Ja. Aber es ist halt auch, man muss es positiv sehen, es ist halt voll der Motivator im Winter, ne? Ja. So, oder halt generell auch alleine mal Trails fahren. Ja. Boah, das ist schon echt sehr angenehm. Das ist schon das ist tatsächlich für mich gerade eine komplett neue Erfahrung. Schön, dass ich Teil sein darf. Das ist halt echt. Alle reden immer viel über E-Bikes und ob über gut oder schlecht oder was auch immer. Aber es ist halt einfach was. Also ich bin noch nicht mal bergab gefahren, aber ein bisschen. Halt. Man kann es eigentlich gar nicht vergleichen, weil es was komplett anderes ist. Es ist irgendwie anders. Also das Ding ist, ich war am Anfang ja tatsächlich auch übel skeptisch. Ich bin auch immer noch skeptisch, aber mal gucken, was der Tag so bringt. Also bis jetzt hatte ich. Ich fahre auf jeden Fall mehr Fahrrad, weil ich das E-Bike habe. Okay, das ist schon mal ein Pluspunkt. Ich habe natürlich auch noch gar nichts eingestellt, irgendwie was. Fahrwerk und so angeht. Aua! Ah, ich hab manche im Auge! Shit! Fuck, ich bin doch schön Wetterfahrer, was mache ich hier? I don't know what I'm doing here. Junge, ich habe gerade noch gesagt, ich habe schon Matsch im Auge, ich sehe nichts. Und ich bin auch eigentlich schön Wetterfahrer, was mache ich hier eigentlich? EMTB. Damn. Damn, Daniel, mein ganzer Freund. Damn, Daniel. Rebound. Mach diese Kröte. Ist schon auf Kröte, wo? Schon auf Kröte. Oh, nö! Ja, ich fahre gerade die ganze Zeit irgendwelche Special Routes, weil ich die ganze Zeit jede Pfütze versuche zu fahren. So, Tarn sagt, hier kommen gleich ein paar fette, steile Shoots. Ich bin gespannt, was es gibt. Oh, ich muss mir erstmal an die Karre gewöhnen. Sehr ungewohnt am Anfang, muss ich echt zugeben. Oh. Oh, ich wusste, dass so eine Scheiße passieren wird. Oh, Digga. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh.
Ah, oh, die scheiß nassen Wurzeln, hä? Hast du wieder 4,5 Bar aufgereift? Nö, ich hab gar keine Luft drauf gemacht, als ich das gestern Abend aufgebaut hab. Steil bergab. Also zu viel Druck habe ich auf keinen Fall. Nee. Na, no, nice. Da ist der nächste Trail, den wir jetzt fahren, wo wir runterkommen. Ich glaube, das hier ist ein gutes Beispiel für eine Section, auf die ich mit dem normalen Fahrrad keinen Bock hätte. Aua, mein Gesicht! Ah, ich hätte vielleicht einen Mudguard dran bauen sollen. Meine Augen! Ich sehe nichts! Nice! Der Ast einfach. Vorher irgendwo gegengepumpt. Direkt in der Kurve, ne? Ja. Ja. Schauen wir das dann mal auf. Haben wir auch geklärt, ne? Oh, geht wieder hoch. Oh no, oh no, ich will heute nicht rein. Was ist denn hier los, Alter? Was geht denn ab? Alter, bis hierhin war lustig, aber was geht denn hier? Was ist jetzt das Smarteste? Einfach rein. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt einfach reingehe. Bleibst unten stecken, musst Fuß absetzen und steckst komplett in der Matsche. Oder ich gehe einfach über den Lenker jetzt. Das glaube ich nicht. Schicken wir, wer es einfach als erstes macht. Eine Runde? Ja. Bam, son, you gotta go. Alter, Junge, was ist das für ein Matschklumpen hier? Enduro-Tour, Mann. Digga. Okay, du bist leichter, du kommst vielleicht einfach raus. Oh, oh no! Oh, jetzt will ich nicht mehr. Holy shit! Da musst du aufpassen, diese Kante ist so übel! Ja, ja, aber davor auch schon, was geht denn ab, Alter? Digga! Oh nö! Warte! Oh nö! Es bleibt unter uns! Pressure is on, man! Digga, ich will nicht! Du hast dir mal den See angeguckt! Ja, wieder! Nein! Nein! Ah, fast! Oh. Naja, immerhin nicht reingefallen. Ja. Wie heißt nochmal dieser See in Ägypten, der Nil? Der sieht auch so aus, glaube ich. Ja? Ist das so? Ich war da noch nie. Weiß ich auch nicht, ich kenn's nur aus den Doku-Büchern. Aus den klassischen Doku-Büchern. Tarn am Nil. Heute wieder Ägypten. Ja. Mit der klassischen ägyptischen Flora und Fauna hier. Ja, ist Regenzeit, ja. Mann. Ja, ist auch passende Temperatur hier. Ja. Ich sehe nichts! Also für meinen Geschmack brauche ich auf jeden Fall noch einen breiteren Lenker. Okay, hier war der etwas dünnere Lenker gerade praktisch. Aber insgesamt ist hier 770er drauf. Ich glaube, ich werde hier noch einen 800er drauf packen. Alter, der war geil.
Der war fett, Alter. Echt geil. Ja. Dein Gesicht sieht gerade so geil aus. Ich habe auch zwischendurch nichts gesehen, weil ich nur. Das geht auch direkt in die Augen immer. Ja. Muss echt Mudguard und Brille besorgen. Safe. Aua. Aber der hat richtig Bock gemacht. Das ist witzig, ne? Vor allem, weil der so ein bisschen mehr Pace einfach hat. Ja. Also nicht, dass die anderen keinen Bock gemacht haben, aber das ist jetzt der Beste. Wir fahren gerade zum x-ten Mal hier durch Schlamm und sonst was. Jetzt wieder auf dem Forstweg. Hier den Berg hoch. Ich weiß nicht, was jetzt siebte Hochfahrt schon. Sechste oder siebte auf jeden Fall. Und körperlich lässt man sich bisher gar nichts anmerken. Und keine zwei Stunden im Ball. Das Krasse ist, ich war natürlich am Anfang sehr krass skeptisch, muss ich sagen. Und gerade verfliegt diese Skepsis so ein bisschen. Weil, ja, man kann es, wie ich schon einmal gesagt habe, man kann es überhaupt nicht vergleichen mit dem normalen Fahren. Das ist schon was komplett anderes. Aber da waren jetzt schon so viele Sections dabei, wo ich halt mit dem normalen Fahrrad schon dreimal keinen Bock mehr gehabt hätte. So, was mir diesem Rad einfach so scheißegal plötzlich ist. Ja. Ah, nochmal hoch, ja, okay. Ja. So, komm. So, das ist schon chillig. Look, Mom, no hands. Puh. Geh mal beten. Wollt's schauen, hä? Wollt's schauen. Schon. Geil, Alter. Ey, war wohl mal North Shore oder so, hm? Ja. Ja, chillig, ey. Du musst hier rein. I'm really good at taking shortcuts. Sogar mit der Inside. Fast Lane, Junge. Ich konnte nicht mehr links abbiegen, ging nicht. Rampage 24, Mann. Albanian Vibes. Wer wäre? Ich hatte vorher Ruth Miller, Shimano Chainbremsen. Also Hebel zumindest. Ja. Schneiden wir, wenn ich so auf Ruth Miller Barfuß gemacht habe, hier und da. Schneiden mir aber sehr schnell die Finger auf, weil die von den Hebeln so krass. Ja, deswegen fahre ich tatsächlich, also was Bremsen angeht, bin ich auch sehr überzeugt von den SRAM und beziehungsweise Avid Sachen. Ja, ich auch. Ich komm damit auch super klar. Weil die halt für tricktechnisch, hier hast du halt immer diese Aufbauten, ne? Genau. Und die hast du halt SRAM für... ist halt glatt einfach. Genau. Das ist halt gerade für so Dirt Jump Bike und so, ist das halt optimal. Aber wir sind einfach schon wieder, keine Ahnung wie hoch, und es fühlt sich halt echt... Also vielleicht haben wir haben halt auch einfach nicht viel gemacht, aber... Das ist ja so ein bisschen Sinn der Sache, oder? Ich muss hier mein ernstes Wörtchen mit der Kamera reden. So. Abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich ganz schön muddy bin. Alles freckig, Mann. Ich muss jetzt echt sagen, so ein bisschen, wie eben schon gesagt, verändert sich gerade meine... Hey, watch your step there. Ja, so ein bisschen meine Meinung oder meine Skepsis gegenüber den E-Bikes. Am Anfang ja, war ich sehr skeptisch. Am Anfang des Tages, die ersten zwei Abfahrten waren noch ein bisschen weird, rough, gewöhnungsbedürftig. Aber so langsam so, ja, ich komme auf den Geschmack, würde ich mal so sagen. Hätte ich mit Geld rumwetten können, dass du deine Meinung so änderst, glaube ich. Schmeckt quasi, könnte man sagen. Schmeckt nach Döner. Ja, aber essen wäre jetzt auch mal was Feines. Nach der ganzen schweren Anstrengung. Die Karre schiebt ja direkt, Alter. Alter Vater! Huhu!
durchs Dickicht. Boah! Aber ein bisschen wenig Reifendruck, hat man kurz gehört. Boah, ein ganz witziger Trail eigentlich. Ja, mega. Die geile, die Rock-Section war geil, wo das richtig. Ja, voll. Kam auch unerwartet. Och ja. Angenehm. Hallo. Damn it! Ich dachte, wir schaffen es easy bis ganz oben. Ich bin auf jeder Seite hängen geblieben. Nicht die nasse Kante berechnet. Alter! Ich hatte gerade viel zu viel Spaß auf ein paar Treppenstufen. Kadank, kadank, kadank. Ist das so stumpf? Geil. Ein weiterer Riesenvorteil an dem Radträger ist natürlich nicht nur, dass man viel mehr Platz im Auto hat, im Kofferraum oder für mehr Leute im Auto, ist natürlich auch, dass wenn die Karre so dreckig ist wie jetzt, dass man die nicht in das Auto packen muss und das Auto von innen einsehen muss, sondern einfach hinten draufklatschen kann und am besten direkt in die Waschanlage fahren kann. Also Leute, Karre ist wieder ein bisschen sauber. Vielen Dank an Atera an dieser Stelle für den Strada Evo 3. Und wie gesagt, wird demnächst noch einige Male in den Einsatz kommen, dann wahrscheinlich auch noch mit ein paar mehr Fahrrädern auf einmal. Was wir jetzt noch machen müssen, ist das E-Bike ein bisschen upgraden, was ich eben schon erwähnt habe. Ich für mich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen breiteren Lenker, deswegen habe ich von Reverse noch einen 800er, den können wir verbauen. Es kommen noch komplett neue Noah Laufräder da rein, wir machen noch ein anderes Fahrwerk rein. Und ja, dafür würde ich sagen, brauchen wir mal wieder, wie immer, den Bike-Ständer. Ich habe nämlich jetzt tatsächlich auch noch einen zweiten Bike-Montageständer von Weber dazu bestellt, denn ich habe zwar schon einen, der funktioniert auch top, aber bei der Menge an Rädern und bei dem, was man da zu schrauben hat, dachte ich mir, ein zweiter kann nicht schaden und für euch gibt es weiter immer noch, ich glaube, gilt nicht mehr lange, aber gerade ist noch gültig, Code MD95 und damit kriegt ihr 20 Euro Rabatt auf diesen Montageständer. Link ist in der Beschreibung, jetzt noch zuschlagen, solange es gilt und ich baue den mal fix auf. So, ihr dürft jetzt mal, beziehungsweise ihr sollt sogar, euch in den Kommentaren könnt ihr euch richtig auslassen. Eure Meinung, E-Bikes ja, nein, wieso nicht, warum doch, wofür gut, wofür nicht gut. Ich muss für mich, glaube ich, ein neues Feedback ziehen. Ich war zugegebenermaßen am Anfang sehr skeptisch, ein bisschen voreingenommen. Ich glaube, ein E-Bike mit einem Bio-Bike zu vergleichen, ist so wie mit Äpfel und Birnen vergleichen. Ist zwar ähnlich, aber dann doch irgendwie was komplett anderes und ich bin jetzt an dem Punkt, die ersten zwei Runden, muss ich echt sagen, waren komisch für mich, ganz anderes Fahrverhalten, aber auch ein ganz anderes Fahren insgesamt, gerade im Sinne von Spaß, weil man halt so viel fahren kann und deswegen muss ich echt sagen, ich glaube, wer weiterhin oder durchgehend behauptet, ohne es selber getestet zu haben, E-Bikes seien unnötig oder was auch immer, oder machen keinen Spaß. Ich glaube, der belügt sich da ein bisschen selber. Denn ich muss echt sagen, es hat ultra Spaß gemacht. Erster Tag auf dem E-Bike. Vielen Dank auch an Tan, der mir die ganzen Strecken gezeigt hat. Und ich muss echt zugeben, wir wären nicht ansatzweise so viel gefahren, wenn wir nicht E-Bike gefahren wären. Wir hätten vielleicht 3-4 Abfahrten gemacht, wenn wir nicht E-Bike gefahren wären. Jetzt sind wir locker 3-mal so viel gefahren. Richtig geil. Allerdings muss ich auch sagen, für mich persönlich wäre ein E-Bike niemals das Erstfahrrad. Weil wenn man einfach nur einen chilligen, entspannten, spaßigen Tag auf dem Fahrrad haben will, nicht unbedingt den Trainingseffekt mitnehmen will, dann ist so ein E-Bike, beziehungsweise es gibt ja auch verschiedene Fahrmodi natürlich, aber dann ist so ein E-Bike auf jeden Fall genau das Richtige. Wie gesagt, für mich wäre es niemals das Erstrad. Es ist durchaus ein spaßiges Zweitrad, kann man so sagen. Aber ich denke, es gibt für alles die entsprechenden Ansprechgruppen, Zielgruppen und so weiter. Und wie gesagt, wer behauptet, es würde keinen Spaß machen, der blüht sich da, glaube ich, ein bisschen selber. Fazit für mich, E-Bike-Meinung innerhalb von einem Tag ein bisschen geändert, beziehungsweise ich muss ja auch dazu sagen, vorher konnte ich mir noch nie so richtig eine Meinung bilden. Wenn euch E-Bikes nicht taugen, dann lasst mich gerne wissen, warum nicht. Ich glaube, es gibt das eine oder andere Argument, das vielleicht auch dagegen spricht, generell, was die ganze Flut an E-Bikes angeht. Aber ich denke auch einige Argumente, die dafür sprechen.
Und wenn man, wie gesagt, einfach nur einen spaßigen Tag in der Natur haben will, mal ein bisschen rauskommen will und das E-Bike einem dabei hilft, dann denke ich, warum nicht. Das hier, wie gesagt, das neue Rose Rootmiller Plus, ab jetzt auch verfügbar in 4 verschiedenen Ausstattungsvarianten. Das hier ist die Ausstattungsvariante Nummer 3. Aber wie gesagt, das werden wir noch groß viel umbauen, also einiges noch ändern. Da ich jetzt aber sowieso noch auf die Teile warten muss und auch nicht mehr so viel Zeit habe, denn es geht schon auf den nächsten Trip, würde ich sagen, verschieben wir das in eins der nächsten Videos. Wenn euch das Video gefallen hat oder zum Denken angeregt hat, was auch immer, gerne ein Like da lassen, den Channel abonnieren, falls ihr neu hier seid oder einfach noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Schaut mal im Shop vorbei, würde mich freuen. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss.